Hallo, ich bin die Lilly. Ich nenne mich Oz Lilly, Ozlilly, Ozlilly, weil ich gebürtige Australierin bin und wir Australier nennen uns die Aussies, also Oz Lilly. Ich bin Kommunikationstrainerin, habe mich 2009 kurzfristig selbstständig gemacht, dann meinen Gewerbeschein wieder abgelegt, dass ich ein Angebot von der UNO bekam und habe 10 Jahre lang bei der Atombehörde gearbeitet als Datenassistentin. Vorher habe ich freiwillig an der UNO, war ich tätig als Vereinsrepräsentantin für eine NGO, der Frauenföderation für Weltfrieden. Und jetzt, da ich schon in Pension bin von der UNO seit 2019, möchte ich mich wieder in diesem Bereich engagieren. Welchen Bereich? Kommunikationstrainerin, Datenassistentin, Englischtrainerin. Ich habe sehr viel Erfahrung in vielen Bereichen und glaube, ich habe sehr viel anzubieten. Nur ist es mich nicht klar, wie soll ich mich positionieren? Also ich habe Übersetzungen gemacht. Ich habe englische Übersetzungen korrigiert, also die Bücher, die in Deutsch geschrieben worden sind, von jemand anderem übersetzt und dann die englische Versionen ausgebessert habe ich. Korrekturarbeiten mache ich sehr gut, weil ich habe ein Auge für Detail und finde die Fehler sogar in Deutschsprache, obwohl Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ja, ich freue mich, in dieser Gruppe zu sein und auf einen tollen Workshop. Bis dann.